Wenn ich jetzt wirklich hier 1, 2, ja, das, ja, doch, das langt auf jeden Fall. So, dann kann ich hier oben auch richtig schön eine Kantine und alles reinpflanzen. Da bin ich dann einfach nicht ganz so eingeschränkt. So, ist jetzt die gute Frage. Machen erstmal hier den Gang weiter. Ob ich jetzt hier schon Zellen mache, ich bin mir gerade noch nicht gar nicht so sicher, wirklich. Auf jeden Fall kommt hier dann direkt die Kantine, fast hätte ich gesagt. Machen wir hier mal so einen Doppelgang. Und da geht es dann irgendwo nach links weiter, zu was weiß ich. Und hier kommt dann folgendermaßen, da ist eine Bank. Der Tisch, ich weiß gar nicht, wie breit ist denn der Tisch gerade? Table ist 1 breit, sehr schön. Da kann ich. Ah, ja, da, das passt genau rein, wunderbar. Wie die Faust ins Auge. Ins Auge, wohlgemerkt, ja. Da oben lassen wir wieder 2 frei. Ich weiß ja nicht, was da so alles passiert. Gut. Das Einzige, was mich jetzt immer noch ein bisschen stört, ist, selbst ich habe immer gedacht, man kann die Serving Tables hier so ein bisschen als Abgrenzung machen. Die können nicht dahinter gehen, aber die können sehr wohl dahinter gehen. Deswegen habe ich auch eigentlich keine Ahnung, wie genau die hier stehen müssen, dass die richtig stehen. Obwohl, eigentlich macht es ja nur so Sinn, oder? Also, wenn die von hier unten reinkommen, macht es eigentlich nur so Sinn. Fast, zumindest. Okay, jetzt müssen wir mal kurz wieder ein bisschen rechnen. Wir haben hier eine Table. Dieser Table, 1, 2, 3, 4, ist genau 4 groß. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Haben wir 1 frei als Gang. 1, 2, 3, 4. Ah, Hilfe. 1, 2, 3, 4. Da ist ein Gang. So, 1, 2, 3, 4. Da ist wieder ein Gang. 1, 2, 3, 4. Da wir wieder einen Gang, könnten wir hier eigentlich Serving Tables aufstellen. Ich möchte die Kantine mal ein bisschen größer halten noch, weil ich habe, ja, ich hatte das letzte Mal die schon eigentlich groß gemacht, aber war dann letztendlich dann, irgendwann wird es halt einfach mal zu klein, wenn man zu viele Prisoner hat. Das, was ich jetzt gesagt habe, da ist ein Gang, ne? Dann können wir hier da Serving Tables. Quasi, ich ziehe die jetzt einfach mal als Barriere, wenn man jetzt denkt, die stehen sich hier. Wenn man sich jetzt denkt, die stehen hier so rum. Die sind wie breit? Wo ist er denn? Serving Table. Ich kann es mir nie merken. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Felder sind die breit. Okay. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich hoffe, 2 langen. Und da wäre quasi jetzt hier nebendran die Küche. So, haut das überhaupt platzmäßig hin? Jetzt sage ich, ich habe hier einen Tisch, eine Bank, leer, Tisch, nee, Bank, Tisch, Bank, leer. Würde ich aber gerne noch um 1 erweitern fast. Wenn wir haben alle. Also nochmal. Tisch, Bank, leer, Tisch, Bank. Quatsch, was verrechne ich mal? Tisch, Bank, leer. Bank, Tisch, Bank, leer. Das machen wir mal so. Hier ist leer. Ich mach's nochmal anders, Entschuldigung. Tisch, Bank, leer. Bank, Tisch. Bank, leer. Bank, Tisch. Bank, leer, Bank, Tisch, Bank, leer. So, heißt hier könnte ich dann theoretisch meine Mauer ziehen. Könnte ich auch noch einen dritten Serving Table reinmachen. Ja, ich glaube, so gefällt es mir fast besser. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das heißt dann, die Küche wäre quasi hier hinten dran. Das hier wäre dann nur Kantine. Ja, doch, das gefällt mir von der Größe auf jeden Fall. Also die Küche kommt hier hinten dran.
Das mache ich jetzt einfach nur mal so. Das ist die Frage, mache ich hier wirklich schon Zellen rein? Ich glaube, ja. Holding Cells, Quatsch, Solitary Cells könnte ich fast machen. Die müssen, glaube ich, nur so groß sein. Room, Moment, Solitary. Ach, nicht mal. Aber aus der architektonischen Gründen würde ich es fast gern anders machen. Und wir haben hier die Zellentür. Brauche ich überhaupt so viele? Ja, am Anfang brauche ich meistens relativ viele. Aber das geht hier gerade so schön auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Zellen wären das. Also für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben, schaut es wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, das Ganze. Aber das schaut nachher richtig dufte aus, glaubt's mir. Das wird richtig schnieke. So, und dann könnte ich hier eigentlich schon wirklich fast mit Zellen anfangen. Aber ich bevorzuge nach wie vor immer Doppelgänge. Da kommen einfach die Guards besser durch im Nachhinein. Und zwar, meine Zellen schauen folgendermaßen aus. So, dass keiner reinkommt. Nee. So, genau so mache ich das nämlich normalerweise. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen auf. Halt. So. Ja, wunderbar. 1, 2, 3, 4 Zellen haben wir da schon mal. Und dann machen wir auf der Gegenseite. Machen wir das Ganze nämlich genau andersrum. Wie gesagt, dieses Muster habe ich mir quasi kopiert. Möchte ich sagen. Aber ich finde es, ja, wie gesagt, also, wenn man das dann jetzt gegenüberzieht, dann schaut es halt wirklich so aus wie im Gefängnis. Ja, finde ich zumindest. Also, vielleicht amerikanisches Gefängnis. Ich war noch in keinem Gefängnis. Ich kenne es nur aus Berichten in deutschen Gefängnissen. Schaut es, glaube ich, ein bisschen symmetrisch aus sogar. Da liegt es, glaube ich, wirklich exakt gegenüber, weil, wie gesagt, deutsche Korrektheit und so, ne? Auf jeden Fall brauchen wir hier. Gut, da wäre Mauer jetzt eigentlich. Das sind die Zellen halt ausnahmsweise mal ein bisschen größer. Und die Zelle ist gleich riesengroß. Naja, mein Gott, muss mal ein bisschen luxuriöser sein. Genau, und hier drin können die nämlich dann kochen. Da sollen die dann reinkommen zum Kochen. Weil die können da auch mitarbeiten. Gut. Das wäre dann der nächste Zellentrakt hier. Damit ich das jetzt hier nicht. Ich will nach dem Muster hier weitergehen. Da wäre dann der Eingang hier. Da wäre zu. Gut. Ist das jetzt nicht verkehrt noch? Dass ich es auf jeden Fall schon mal verkehrt mache. Ach, ist doch jetzt schon wieder ärgerlich, oder? Was tue ich? Hilfe. So rum. Ja, okay, es ist halt eine größere Zelle. Es ist die Spitzelzelle. So. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Spitzel im Spiel? Ich glaube nicht, ne? Schön wäre es. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Zellen. Das langt auf jeden Fall für den Anfang. Wie gesagt, das kann man dann hier nach unten erweitern, nach links, rechts, überall hin, wo wir denn überhaupt hin wollen. Ich glaube, da außen bastel ich dann einfach erstmal meinen Yard hin. Also mein Freilauf, könnte man so auch sagen. Und ja, komm, die Küche. Mein Gott, völlig überdimensioniert wahrscheinlich. Ich meine, die Mauer kann ich dann immer noch mal reinziehen zur Not. Das mache ich dann auch gleich. Ja, da ist dann der Durchgang zu den Serving Tables. So werden wir das jetzt einfach mal aufbauen. Und zwar fangen wir jetzt an. Das ist nämlich das, ich muss das hier als das ist sinnvoll, das als einen großen Raum zu machen. Ach schwer, ich kann gar nicht bis ganz an den Rand bauen. Dann hat sich das auch da unten erledigt, sehr schön. Das ist später bei den Zellen relativ wichtig, dass man das als einen Raum macht.
Weil der sonst nämlich, also man kann das später die Guards, die Wachen zuweisen. Würde ich jetzt hier nur so machen, hätte ich hier quasi einen Raum. Und ich möchte aber die Wache dem ganzen Block zuteilen. Also zumindest gab es da früher Probleme. Hätte ich jetzt, müsste ich quasi hier einen großen Raum ziehen und sagen, hier, pass auf, diesen großen Raum, den überwachst du mir bitte. Und nicht bloß diesen einzelnen Block. Vielleicht habt ihr es ungefähr verstanden, was ich meine. Ich habe es auf jeden Fall verstanden. So. Das heißt, wir brauchen erstmal noch Materials. Wir brauchen einen Material Man, der hier baut. Oder ein Material Girl können wir natürlich auch. Hören wir immer wieder gerne im Knast. So, wir bauen die ultra teure Perimeter Wall gleich hier hin. Oder auch nicht. Insufficient Funds, das fängt schon mal sehr gut an. Ich habe nämlich was vergessen, und zwar Reports. Wir können uns erstmal Aufträge holen, denen wir sagen, okay, wir bauen hier... Vielleicht hätte ich es gar nicht wegklicken sollen, ich Idiot. Um das kurz zu erklären. Wir bauen erstmal Basic Detention Center. Und zwar brauchen wir dafür eine Holding Cell, wir brauchen eine Schaufel, wir brauchen ein Yard, wir brauchen eine Kitchen, bla bla bla. Und dann quasi ist das Geld dafür gedacht. Dafür haben wir jetzt halt dann jeweils Geld bekommen. So 80.000 ist auf jeden Fall schon mal ein guter Betrag. Mit dem kann man arbeiten. Perimeter Wall, die wird erst nach und nach eigentlich gebaut werden. Ich will die bloß mal hier schon mal stilisieren, dass die da ungefähr hin soll. So, und jetzt machen wir einmal einen Raum. Das wird die Holding Cell. Können wir eigentlich schon auf Play drücken, weil hier kommt schon mal unsere Arbeit. Da hinten kommt schon mal ein bisschen Material angefahren. Die sollen uns das erstmal machen. Requires Entrance, das können wir bewerkstelligen. Und zwar brauchen wir da... Objects brauchen wir, genau. Da hätte ich gerne eine Large Jail Door. Hierhin und hierhin. Die lassen wir erstmal noch weg, dass die da einmal frei durchlaufen können. Beziehungsweise ich könnte es jetzt auch reinbauen und darauf aufstellen, aber das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt zu dem Zweck der Sache. Da machen wir eine Staff Door. Staff Door sagt eigentlich schon mal ganz klar, hier können nur Angestellte durch. Also es ist so, die Gefangenen können die sehr wohl kaputt machen. Ich glaube auch, die Staff Doors können sie auch kaputt machen. Aber ich habe die jetzt... Die Gefangenen können ja auch Freizeit haben. Es gibt hier einen... ist noch nicht da. Kann ich nicht machen. Ich kann später quasi einen Plan machen, was die zu welcher Stunde genau machen dürfen, ob sie sich frei bewegen dürfen. Wenn sie sich natürlich frei bewegen dürfen, ist natürlich die Sache. Die könnten natürlich auch überall rumlaufen. Vielleicht, ich will die jetzt nicht hier unbedingt irgendwo im Büro rumlaufen haben. Wenn dann doch auf einmal ein Aufstand angezettelt wird und der fängt hier im Büro zu randalieren an, dann muss ich meine Leute darunter ziehen und pipapo, das ist einfach Mist. Die sollten dann schon relativ konzentriert auf einem Platz bleiben. So. So sieht dann die Perimeter Wall aus. Und das wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn ich die da unten beim Büro hingebaut hätte. Dann hätte der hier quasi wirklich statt ein Fenster einfach einen Zaun gehabt. Und kein wirkliches Dach oben dran. Das ist das Nächste. Staff können wir eigentlich schon mal fast einen Guard anheuern. Wir brauchen die dann sowieso. Also zwei, wenn die Gefangenen dann kommen. Hier sehen wir, das ist jetzt Free Time, also das wäre jetzt das, was die Gefangenen gerade zu machen haben, machen dürfen, etc. Also jetzt könnten sie momentan frei bewegen. Ja, kann ich eben noch nicht einstellen. So, und das ist so ein, das finde ich eben richtig nett gemacht. Also das ist von den Figuren her, ist das echt, nett gelöst. Das ist so ein bisschen niedlicher Stil, so aller Siedler, wo man sagt, ach, das schaut aber knuffig aus. Und ja, wie gesagt, den Stil finde ich halt sehr, sehr schön gemacht. Das ist mal was anderes als einfach nur wirklich an super animierte Kerle, die da rumlaufen. Und bei den Gefangenen sieht man später auch richtig schön. Die haben auch wirklich eine andere Statur. Die sehen auch unterschiedlich aus. Haben auch eine Biografie als Hintergrund, was haben sie gemacht, etc. Also es ist auch ein ziemlich detailliertes Spiel. Huch. Jetzt habe ich 4 Guards. das war jetzt so nicht gedacht. Und ich glaube, ich kann die auch noch gar nicht wirklich entlassen, weil ich noch gar keinen Warden habe. Jobs. Staff. Ach nee, doch, kann ich entlassen. Fire, fire, fire. Feuer, 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 Feuer. So, jetzt machen wir es mal trotzdem ein bisschen schneller, dass die hier auch vorwärts kommen.
Oder dass wir noch vorwärts kommen, dass wir hier nochmal was sehen. Was ist das hier alles? To do construct perimeter wall. Ja, das kann er von mir aus machen. Also ich glaube, hier wird halt alles angeliefert, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob das Ding wirklich voll werden kann. Irgendwie passt der, habe ich das Gefühl, dass da immer was reinpasst. Ja, wie schaut es jetzt mit unserem Büro hier unten aus? Das braucht doch. Also das ist jetzt folgendermaßen, die bauen hier erstmal kundenmäßig den Raum auf. Und dann wird er fertiggestellt. Dann können wir nochmal innen drin den bearbeiten, wenn wir wollen. Wände reinziehen etc. Was wir auch machen müssen. Und Strom brauchen wir noch, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Und dann müssen wir die Räume eben einrichten und dann sagen, okay, pass auf, hier ist dieser Raum und dann sagt der schon uns schon noch, was fehlt und ob was fehlt und nicht. Ja. Wir werden es gleich sehen. Wir sind ja fast fertig mit dem einen Raum. Der eine Mann alleine musste oben die riesen Holding oder die Holding Cell alleine fertig bauen. Ich könnte natürlich auch noch Leute einstellen, wäre auch eine Möglichkeit, aber bin ich jetzt ganz echt zu faul dafür. wenn wir mal halbwegs hier die Gebäude stehen haben, darf ich auf keinen Fall vergessen, hier noch einen Zaun rumzuziehen, weil die gehen wir sonst stiften. Ist klar, ich meine, momentan, wenn ich hier jetzt Gefängnis hätte, eine Tür drin, die würde aufgehen, zack, raus wären sie. Adieu, warum auch nicht? Die nutzen wirklich die Freiheit. Also wenn die irgendwo mal was wittern, wo es rausgeht, dann machen die das auch wirklich. Und was auch später wirklich Sinn macht, ist Metalldetektoren sich zu holen, weil das wirklich dramatisch die Wahrscheinlichkeit auf Unruhen senkt. Also, was heißt die Wahrscheinlichkeit auf Unruhen? Auf jeden Fall gibt es wesentlich weniger Waffen und weniger Verletzte. Und es gibt dann auch Strafen, wenn Leute sterben und solche Scherze. Also, das ist nicht zu verachten auf jeden Fall. So. Jetzt müssen wir mal kurz die Lampe hier wieder deinstallieren, weil die wird uns sonst in einer Wand drin hängen. Und das wollen wir nicht. Genauso wenig wie bei der Lampe hier. So, Job in Progress, das passt schon mal. Wie gesagt, der Raum ist jetzt fertiggestellt. Der auch schon, okay. Materials, da nehmen wir natürlich die schöne Brick Wall. Da ziehen wir die Wände auch gleich fertig rein. Die Büros richten wir mal noch nicht ein. Das machen wir dann nach Bedarf. Das kostet sonst bloß unnötig Geld am Anfang. Ich habe festgestellt, also richtig Geld macht man dann mit dem Workshop. Finde ich zumindest. So war es bisher. Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Wald noch alles auf sich hat, was man da eventuell noch was machen kann. Vielleicht kann man da irgendwie auch das Holz verkaufen. Ich glaube, ich habe da mal irgendwas gelesen. Ich habe so ein leichtes Kratzen im Hals momentan. Vielleicht hört man es auch ein bisschen. Bin auch ein wenig verschnieft. So, um das mal kurz anzudeuten nochmal. Ach ja, Türen brauchen wir. Mist. Staff Door. Doch, machen wir hier eine hin. Und hier eine. Das soll ein richtig schön symmetrisch werden. So, und jetzt sagen wir eben, wir möchten hier gerne ein Office haben. Da machen wir auch noch eins rein. Und da machen wir auch noch eins rein. Jetzt sagt uns eben hier, Feld, wir brauchen noch ein Office-Desk, wir brauchen einen Chair, wir brauchen ein Filing-Cabinet. Das ist schon mal sehr schön, dass er uns das sagt. Das heißt, ach, der zeigt jetzt sogar an, schauen wir an. Ein Office-Desk. Das machen wir so. Da kommen wir jetzt frei, haben wir jetzt völlig freie Hand. Also das hat überhaupt keine Relevanz, glaube ich, wie das Zeug steht. Deswegen, wir machen auch noch einen Stuhl mit rein, damit das Ganze natürlich halbwegs gut aussieht. Und wir brauchen ein... Ah nee, Quatsch, wir brauchen sogar einen Chair, okay. Und damit es nicht gar so karg da drin ist, machen wir hier noch ein Window. Die da drüben lassen wir noch weg. Wie gesagt, die Büros sind ja noch in Planung erstmal. Und ich finde das so klasse. Das Coole war früher in der Alpha, also in der frühen Alpha haben die wirklich alle Gegenstände getragen. Das heißt, die haben ein riesen Spülbecken alleine getragen. Ich glaube, mittlerweile sind die einfach nur in Kartons verpackt, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen. Ich glaube, da gab es dann auch Kollisionsprobleme mit Wänden und so, dass sie nicht wirklich durchgekommen sind manchmal. So, ich kann sie hier bloß dismanteln, fällt mir gerade auf. Ich kann Holz verkaufen, okay. Anscheinend kann man da dann wirklich nochmal zusätzlich Geld machen. Auf jeden Fall... Materials,
Wir ziehen hier noch schnell. Ach, nicht Building. Ja, komm, Brickwall.